Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Und heute ist der 2.8. Tag im Monat, beziehungsweise der 8. September 2020. Und das heißt, ein neuer Teil, 8. Tag im Monat. Ihr habt lange drauf gewartet, ein Monat ist es her und heute mit einer Special-Folge. Und zwar, ich habe es in den Kommentaren gelesen, ihr wollt mal so eine reine Raketen-Eskalation, würde ich es jetzt einfach mal so nennen. Wir haben hier weit über 40, 50 Raketen drin. Mit den Space-Sound-Raketen müssten es sogar 60, 70 Raketen sein. Und ja, wir haben hier von ganz fetten Dingern, das sind hier Klasse 3 Raketen aus dem Ausland mit einer NEM von 98 Gramm. In Deutschland, die K2 Raketen dürfen maximal 20 Gramm NEM beinhalten. Somit könnt ihr euch mal ausmalen, wie die ungefähr dann später aussehen werden. Dazwischen haben wir auch noch ganz viel verschiedenste Raketen. Natürlich, wo ist die 2? Wir haben natürlich auch die 2 Rakete noch mit reingepackt, wegen der zweiten Folge. Diesem Auto? Nein! Ja. Oh Mann. Aber ich würde mal sagen, wir haben hier eine richtig fette Mischung. Zinkraketen, Funke-Raketen und noch eine Frage an euch. Habt ihr Bock auf einen reinen Funke-Raketen-Set von mir zusammengestellt? Habt ihr da Bock? Gebt gerne mal einen Daumen hoch. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter. Und dann sehe ich das mal, ob ihr darauf Bock habt. Wir beginnen jetzt mal mit den Space Sound-Raketen. Das sind die ganz alten von Keller noch. Hier unten, du verdeckst gerade das Logo, genau. Das sind die besten Space Sound Raketen, die man noch so bekommt. Genau, leg den Beutel einfach mal hin. So Leute, die Vorfreude ist gerade wirklich am Eskalieren hier. Wir haben hier traumhaftes Wetter, die Sonne geht jetzt gerade langsam unter. Und wir sind hier an einer richtig geilen Location. Ihr kennt sie vielleicht mittlerweile. Oh, da sind die Naughty Screamer drin. Warte mal, guck mal, ob da noch Space Sound von Keller sind. Ja, das sind eigentlich die Space Sound Raketen. Aber wir können auch die Naughty danach machen noch. Von Leslie ist die. Genau. So sieht eine einzelne aus. Und dann würde ich sagen, können wir die einfach mal aus dem Kleinen hier raus starten. Okay. Fail? Machen wir mal noch eine zweite. Also so habe ich mir das vorgestellt, dass das Video so beginnt. Ja, komm, die sollte doch jetzt funktionieren. Was ist denn das für ein Brenner? Ah ja! So, machen wir noch eine dritte. Und danach machen wir noch ganz entspannt die Naughty Screamer. Und schauen mal, wie die dann so ist. Sag mal! Sag mal! Sind zu alt. Ja, anscheinend. Aber normalerweise hatte ich mit denen nie Probleme. Jetzt mal die Leslie Naughty Screamer. Nicht geplant! Ja, der zweite Pfiff, geil. So müssen 5 Raketen sein. Und eine ist sogar noch drin. Machen wir die auch noch. Alter, das kann doch nicht wahr sein. So, dann machen wir jetzt einfach mal mit den richtigen Raketen weiter. Wir haben hier wirklich nicht, Kosten und Mühen gescheut. Genau das wollte ich sagen. Wir haben hier wirklich nur die fettesten Premium-Raketen, die man eigentlich so in Deutschland erwerben kann. Das ist jetzt die Leslie Thunder Kong Headbanger, genau. Das ist eine Salut-Rakete. Und ihr seht, also wir haben hier nur die besten Raketen drin. Ja? Kein Minikram. So, bisschen auf 15.000 Abo-Special angelehnt. Wer kennt's noch? 15.000 Abo-Special, schreibt's in die Kommentare. So sieht es heute aus. Sag mal, was ist denn heute los? Ja, weißt du, was eigentlich? Zum Glück bin ich ein paar Meter weggegangen. Alter! Gar nicht klar.
So, wir machen jetzt einfach mal hier unten, interessiert mich auch, eine Explode-Rakete. Ist ziemlich fett und wiegt auch einiges. Ich weiß gar nicht, interessiert mich jetzt auch mal kurz, wie viel Gramm hat die? 20 Gramm! Die volle NEM-Zahl. Aber die müssen was taugen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie die irgendwie abgehen oder sonstiges. Schön. Hat mir gefallen. Also die Blinker waren sehr lang anhalten. Machen wir jetzt eine Funke-Rakete und zwar die Brokat Grünblinker Gemini. Bin ich sehr gespannt. Meine erste Gemini-Rakete, die ich je in meinem Leben jetzt sehen werde live. Perfekt. Hast du das im Video gesehen, wie ich das so immer... Ich fand diesen Sound so geil. Junge, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Sah gar nicht so aus. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre beim ersten Schlag geblieben. Ja, ja, ja. Aber ich hätte mir gewünscht, wenn der zweite Schlag der erste gewesen wäre, weil der erste war so ein bisschen langanhaltend pro Kart und das hätte mir noch sehr gut gefallen. Ja, das ist auch lustig. Ich habe hier einfach ein Raketenset im Raketenset reingepackt. Die sind aber auch, das sind keine kleinen Raketen, das sind die Flytraps von Leslie, hau rein. Eher schwach, würde ich sagen, machen wir jetzt nur noch diese hier und wenn die jetzt auch nicht besser ist, dann lassen wir die dritte auch sein, weil ich will es hier jetzt scheppern haben. Ja, also ich würde sagen, nichts Besonderes, lasse drinne, genau, und wir machen weiter mit den fetten Kalibern. Ja, das haben wir gar nicht erwähnt. Wir haben nämlich hier auch noch von gewissen Classic-Raketensets auch noch ein paar Raketen mit dabei. Und die scheppern mal so richtig. Also der Pyrotechniker will es jetzt wissen. Ah, der Sound ist dann schon nochmal was ganz anderes. Machen wir jetzt hier die Blättertanzrakete rot. Blättertanzrakete. Schöne Schüttrakete mit den langanhaltenden Effekten. Da würde ich sagen, machen wir den ein bisschen höher. So. Warte, mach ich gleich. Ja, so ist gut, so ist gut. Nee, das geht runter sonst so. Lass so, ja. Weil die sind richtig lange anhalten. Wunderschön. Wundervoll. So, haben wir da noch eine von mir? Ja, ich glaube schon. Ja. Nee, sieht nicht so aus. Das ist eine andere, aber mach die einfach mal. Ja. Doch, das ist auch eine Schüttrakete. Sternflockenrakete. Aber das ist eine Sternflockenrakete, genau. In Blau, bin ich mal sehr gespannt, ist auch meine erste Sternflockenrakete, die ich je gezündet habe. Ja, auch. Ja, nichts nach. Hä? Also. Nice, oder? Wie ja. Lange die in der Luft bleiben. Ja. Der Zerleger war natürlich jetzt nicht so laut wie von den Glaser-Raketen, aber das kannst du auch nicht erwarten. Okay. Ja, das ist ein bisschen die Kappe oben ab hier. Das ist jetzt die Zenit Gold aus dem Veko-Set vom Lidl, was es letztes Jahr neu gab.
Ja. Gibt schlechter. Gibt schlechtere, ja, aber gibt auch bessere hier im Set. Die besser wir geht's haben. Immer. Das ist ein wahres Schicho. So, das ist die Nico. Ach hier. BS 420, 420 bitte mal in den Chat jetzt hier, alle Stoner mal. Grüße gehen raus. Grüße gehen an euch alle, Blazit. Ist mir so noch nie aufgefallen. Ich bin auch schon stoned, das kriegst du nie raus. Hashtag Kameramann ist stoned. Du bist der Kameramann. Oh, scheiße. Oh Mann, Alter, bitte. Weird Champ. Ja. Kurz, aber knackig. Kurz und knackig, so lässt sich wirklich zusammenfassen. Jetzt haben wir wieder was Schönes. Und zwar eine Zinkrakete. Auch immer ein Schmanker, kostet 3 Euro eine Rakete. Ja. Ist also, genau. Hier sieht mit edel dem, aus. Genau. Null. Mir fällt der Name gar nicht mehr ein. Hat einen bestimmten Namen, der Treiber. Stahltreiber, Eisentreiber. Lost. Geil. Bis zum Boden die Blinker. Sehr, sehr schön. Und der Zerleger war auch relativ laut. Fand ich bisher am besten von den Blinker. Ja. Die Blinker waren wirklich... Aber dafür sind die Zings auch echt bekannt, muss man sagen. So, was haben wir jetzt hier? Doppelschlag. Die Doppelschlag Weco Rebel Green aus dem Highspeed Bombs. Oh ja. Das ist das beste Geräusch von den Weco Raketen. Und die Viscos, auch die besten. Ja, dazu kennt ihr ja meine Meinung, finde ich, müsste man einfach beides in eine Bombette reintun, dann würde das Ganze besser aussehen. Was haben wir jetzt hier? Ja, macht die mal ruhig hier, die fette SP-700 Rakete aus dem Metalhead. Das gute alte Metalhead-Raketenset aus dem Norma für 9,99 Euro. Jo. Ich dachte, das kommt wieder so laut, aber nee. Das sind nicht die Weco-Dinger. Ja. Hau rein. Dieses Feuer. Das lässt einen nie im Stich. Ja, hatte ich jetzt auch, muss ich sagen, ein bisschen besser in Erinnerung. Ja, noch was Kleines. Was Schönes meinst du? Eine Double Ring von Nico. Gibt es auch immer im Rocket Rally Set aus dem Norma für 24,99. Die wird auf Ansage schön. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob der Ring klappt. Aber nur, wenn ihr alle Fahrzeuge kauft. Link in der Beschreibung. Nur dann klappt der Ring. Es geht ja wirklich immer auf Anhieb. Und die war schön. Könnt mir auch mal was glauben. Sehr schöner Ring. Was hast du gerade gesagt? Ich hab gesagt, können wir auch mal was glauben. Guck mal, hier haben wir nochmal so eine. Globen! Wollen wir die zum Schluss, wollen wir die ein bisschen später noch machen? Ja, also was anderes? Wie du willst. Mach, hau einfach raus. Guck mal, haben wir hier. Zion. Boah, schönes Ding. Das ist nämlich zum Beispiel eine gute Weco-Rakete. Achtung. Ah, oh, wie geil. Ah, oh, wie geil. Ist echt nur bei den Vekos. Und die Visco. Göttlich. Mit Einschlag. Der Schall. Ich sag immer extra erstmal nichts, damit man den Schall einfach genießen kann. Okay, ich halte meinen Mund. Immer erst das so, wolltest du doch bloß sagen. So, jetzt die goldene Brokade von Nico habe ich gar nicht im Kopf, wie die jetzt so war oder ist. Bin ich jetzt selber mal gespannt. Ich zünd halt fast alles zum ersten Mal an. Ne? Naja, da haben die Leute auch Verständnis für. Nein, weil du sagst, das und das zünd ich zum ersten Mal. Ach so. Wie hoch ist die denn geflogen? Ja, vor allen Dingen so gerade, guck mal, wie das Rohr eigentlich ist, ne? Und dann. Deswegen kam ich mit der Kamera auch gerade nicht wirklich hinterher. So,
Wir haben immer noch so viele Raketen, ne? Das wird irgendwie nicht leerer. Oh, geil. Wieder eine Premium-Rakete. Gemini. Von Blackbox. Die Gemini, schon wieder eine Gemini. Hatten wir die schon? Nee, wir hatten von Funke die Gemini. Ach so. Na, da bin ich ja mal gespannt. Können wir aber cool Nachmache hier von Funke. Die Blackbox, die sind immer gut eigentlich. Oh ja. Sehr schönes Kohlegold. Das nimmt die Kamera ja nie so gut auf, leider. Machen wir jetzt mal weiter mit der SP710. Auch aus dem Metalhead. Vielleicht ist die besser als die 700 von vorhin. Und wir haben immer noch, Leute, die zwei Dinger hier. Da freue ich mich drauf. Le Grand Finale. Der Grand Finale ist die Zwei-Rakete. Naja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Zwei. Auch eher mickrig, muss ich sagen. Eine Monkey-Banana-Rakete. Wer kennt sie noch vom letzten Mal? Ist tatsächlich Cat 2. Muss man bedenken. Und hat einen sehr lauten Zelllenker. Und eine sehr schiefe Spitze. Oh. Das war die Monkey-Banana-Rakete, Leute. Gib doch mal dafür jetzt bitte einen Daumen hoch. Aber passt zur Banane schön krumm am Boden. Ja! So, komm. Ja, komm, jetzt lassen wir es nochmal krank hier. Guckt euch mal. Die T2 von Klasek. Dieser Unterschied. Ja, und von denen hier? Ja, da kommen wir ja dazu. Ich leg die mal weg, da gucken wir dann nochmal. Das will ich jetzt kurz darstellen. Das ist hier Nick und das bin ich. Ich hab's okay, gewusst. Es hat sich angeboten. Es war eine Vorlage. Eieiei. Also, ich muss zugeben, diese Raketen hier, die lagen nicht im Trockenen. Und ich glaube, das merkt man. Wir machen mal noch eine, komm. Aber vom Prinzip her jetzt mal ganz ehrlich, das war auch mal ein anderer Raketeneffekt. Ja, das war mal nicht so laut, sondern mehr auf... Das BKS hat halt nicht funktioniert, sondern nur die Leuchtsterne, ne? Alter! Die sah geil aus. Die sieht geil aus. Junge! Auch wieder mit einem Shit-Effekt sozusagen. Und mal zwischendurch nochmal eine andere. Warte mal hier, ja. Guck mal. Ah, nochmal eine Explode. Schauen wir mal. Da waren ja vorhin die Blinker, die mir auch gut gefallen haben. Schauen wir mal, was hier jetzt so rauskommt. Ja, nicht so gut. Was ich noch sagen wollte, ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr heute von dem Fokus hält. Besser? Ja, keine einzige unscharfe Rakete. Okay. Das ist wieder... Nochmal eine Classic-Rakete, die nicht im Trockenen lag. Fragt nicht, wieso. Wir sagen es euch eh nie. Fragt einfach nicht. Betriebsgeheimnis. Mehr geknallt wie letztes Mal. Ja. Vor allem, das war die rote, ne? Die kleine. Ja, ja. Ja, die kleinen, die waren. Ne, die mittleren, das war die mittlere, das ist die kleine. Die waren auch gut. Ja. Aber die mittleren waren auch gut. Die großen hat man ja alle weggeputzt. Diese T2 waren nicht so gut, genau. Ja. Die waren echt alle krass.
Auf, hau noch mal einen raus jetzt hier. Genießen. Dieser Schall macht mich einfach nur geil. Ohne Witz, einfach nur zu geil. Wir haben noch zwei wir davon. Wir haben noch zwei, ja. Ah ne, das sind die T2, aber die kleinen, T2, die kleinen T2. Hau die auch raus. Sie. Dann sind sie weg. Ja. Und dann haben wir hier noch eine wunderbare Smash. Shark. Smash? Shark. Ich hab Smash gelesen. Shark, Alter. Ich hab die Brille nie auf. Alge, 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 Alge. Oh, Baby, das ist Pyro. Neuer Song incoming. Geil. Aber mir ist aufgefallen, das sind nur diese T2-Dinger. Ja. Die anderen haben beide funktioniert. Ja. Nochmal? Ja. Also die wird jetzt zu 99% auch nicht funktionieren. Ich kann mich aber auch nicht mehr daran erinnern, wie die waren. Die waren gut, sag ich mal, im Vergleich zu deutschen Raketen, aber für die Classic-Dinger eher nicht. Okay. Eieiei. Hat aber auch wieder irgendwo einen geilen Effekt. Ja, so, Leute. Dann machen wir die Shark. Und wir haben noch die Zink. Achtung. Achtung. Der war aber nicht so geil. Nee. Das war so eher so rau. Das war so du im Bett. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ich wollte dich auch gerade verschonen. Ja. Da wieder eine Vorlage. Ja. Ja, die sind bekannt, die Weko-Dinger, die großen Raketen. Wollen wir die noch machen, dass sie weg sind? Nee. Nee. Okay. So, jetzt nochmal. Eine Zink in Gold. Ah. Wie heißt dieser Treiber? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich bin gerade irgendwie lost unterwegs. Gibt's immer so einen bestimmten Namen. Ja. Geil, wie das eine so sehr nach geil, unten geht. Ja, der eine ist so, offen. Le Grand Final. Seid ihr ready? Seid ihr ready, Leute? 98 Gramm, insgesamt 200 Gramm auf zwei Raketen. Ich bin richtig aufgeregt. Das ist normalerweise so in einem Raketenset, in den zwei Raketen. Da wechseln wir aus Rohr. Wir nehmen zuerst die blaue. Erst die blaue. Und wir wechseln das Rohr. Ja, wir wechseln definitiv das Rohr. Achtung. Oh. Krummes Ding, so wie... Ja, ich glaube, das sitzt ja. Danke. Dein Kopf. Ja, es ging jetzt nicht anders. Geh lieber weg, ich weiß nicht, was die macht. Dieser Druck, wie hoch die geflogen ist. Ja. Die ist also locker mal dreimal so hoch wie alle anderen Raketen hier geflogen. So. Hammer, was ein Treiber. Was ein Monster. Möchtest du vorher noch was sagen? Was soll ich sagen? Oder danach Abschluss machen? Vielleicht. Dass ihr mehr Merch kauft. Oh je. Dass ihr den Daumen hoch oder runter macht. Bewertet das Video. Hauptsache bewerten, Leute. Gebt gerne einen Daumen runter. Gebt Glocke fürs Nächste. Und wie gesagt, bimmelt die Glocke. Lasst mal Kommentare da, was noch so kommen soll. Und ab, aber jetzt. Yeah.
Markiert mal Felix Kroll und die Jungs. Markiert mal die Ötzi-Gang auf diese Szene. Ist es geil. Ja, Leute, wie hat's euch gefallen? Seid ehrlich.